Jack schaut niemanden direkt an. Chris schaut ihn direkt an. Ein Paar sieht sich an. Der Jack... Oh Gott, hoffentlich ist er in der richtigen Position, ja. Ich check's nicht. Warte mal. Dann ist... Ah! Er steckt fest. Er ist Jack. Jack. Chris schaut ihn direkt an. Chris schaut Jack an. Aber ist der Chris oder ist der Chris? Das ist hier die Frage. Zwei schauen Chris an, die Hälfte der Gruppe schaut nach rechts. Der sich nicht mehr umdreht, ist Jack. Chris schaut ihn direkt an. Ein Paar sieht sich an. Die Hälfte der Gruppe schaut nach rechts. Drei müssen nach rechts schauen. Schaut ihn direkt an. Ein Paar sieht sich an. Zwei schauen Chris an. Ja, das muss Jack sein. Die Hälfte der Gruppe schaut nach rechts. Ist damit vielleicht gemeint? Sind die nach rechts? Schauen. Jack schaut niemanden direkt an und er wird sich nie wieder umdrehen. Chris schaut ihn direkt an als Jack. Ein Paar zieht sich an. Und zwei Chris. Also, der oder der ist Chris. Sieht sich an. Zwei schauen Chris an. Okay, warte. Ich hab's gerade aus noch.
Oh Gott. Da unten ist Jack. Chris schaut direkt an. Deswegen hätte ich es gedacht, Chris ist einer von denen, die halt hier oder hier, ne? Oh Gott. Okay. Mal gucken, da. Der Manager. Christopher, der Manager der Aufnahmestation. Auf dem Tisch befand sich. Ja, okay, das habe ich auch schon vorgelesen. Ach Gott. Ich habe jetzt gerade Kopfschmerzen irgendwie so ein bisschen. Tut mir leid. Es hätte mir vorhin weitergeholfen. Ja, das sehe ich genauso. Was habe ich jetzt hier? Eine Zange. Warte mal. Fünf, zwei, vier, sechs. Ja, aber 5, 2, 4, 6. Okay, ist okay. Wahrscheinlich ist es ja auch der Code von Dings. Ja, keine Ahnung, ich bin gerade irgendwie... Ach, guck mal da. Hm. Sicher doch. Da. Da. Ich muss die Kombination finden. Klar. Hm. Ich muss die Kombination finden. Achso, so muss ich vielleicht... Nee. Ich muss das. Oh Gott, das war jetzt gerade, hier ist irgendwas umgefallen. Es tut mir leid. Das ist ein Diskettenlaufwerk, muss ich da was reintun? Ja, im Klebeband geht alles. Oh, 2015. Warum würde jemand einen Arzneischrank zunageln? Oh Gott. Jemand hat die Wand von innen eingeschlagen. Da. Kombinationsrad. Cool. So. Irgendwas muss ich hier immer noch tun, ne? Ich weiß nicht was.
Wie mache ich das denn jetzt auf? Ich habe kein Dolch mehr. Der ist irgendwie verschollen. Ja. Ich bin der Meinung, er heißt Christopher Scott, aber Problem ist, hier ist kein Christopher als Name. Ganz kurz. Ach so, ja, okay. Ja, ich hab leider keine Ahnung, was ich hier machen soll. Gib mir mal einen Tipp. Wir haben was? Was soll ich da machen? Doch. Ich dachte, das hätte ich. Habe ich das nicht versucht? Schlüssel. Hierfür. Cool. Schönste Ort der Welt, Christopher Smith. Ja, wir haben den Nachnamen. Christopher Smith, das habe ich aber auch schon die ganze Zeit gesagt. Okay. Aber hier stand kein Christopher. Ja, jetzt ist er da. Wow. Oh Gott. Verehrter Herr, ich befürchte, dass es zu spät ist, dies zu untersagen. Er ruft Elizabeth zweimal täglich an und sie mindestens 30 Minuten dann miteinander. Ich habe ihm verboten, das Telefon während der Arbeitszeit zu nutzen, doch selbst dafür ist es viel zu spät. Warum möchte Mr. Laudius ein Treffen zwischen den beiden verhindern? Christian. Ups. Oh Gott, ich muss aufstoßen. Christopher, du weißt doch sicherlich auch, dass sie sagten, dass alle Informationen auf den Aufnahmen der Sicherheitskameras vernichtet wurden. Ich konnte einiges retten. Nicht viel, ein Bild hier und da, aber das ist besser als nichts. Ich habe ein Programm erstellt, das nach Unterschieden in den Aufnahmen schaut. Damit können wir sicherlich feststellen, was passiert ist, aber mein Computer ist zu alt, um es zum Laufen zu bringen. Auf deinen wird es sicherlich funktionieren. Ich habe die Disketten im Tresor des Überwachungsraumes gelegt. Der Code ist 321. Schicke mir die Ergebnisse so schnell wie möglich. Okay, 321. Alles klar. Okay. Okay, für den Tresor in den Raum hinter dem Spiegel ist es wahrscheinlich 321. Ja, klar. 321. Wow. Drei, zwei, eins. Wow.
Diese Unterlagen waren sicherlich einmal sehr wichtig, aber momentan ist es nutzlos. Okay, jetzt muss ich wieder hier hin. Floppy Disk. Krass. Mhm. Soll ich jetzt Unterschiede finden? Schon, ne? Hä? Oh. Hatte ich nicht so nicht. Okay. Hä? Was hatte ich noch nicht? Oh. Hä? Was ist denn der letzte? Habe ich jetzt nicht alles angeklickert? Wo ist denn der letzte? Okay. So nicht. Ah, das ist echt blöd gemacht. Oh, dass ich speicherte, was man schon hatte. Was hatte ich denn jetzt noch nicht angeklickert? Achso, hä? Warte, was? Das wäre 0134? 0135. Oh Gott.
Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte, das wäre hier so 0134. Aber irgendwie ja nicht. Aber hier ist Blut, ne? Ich hatte jetzt gerade 153. Ich check nichts mehr. Oh, 013. Also, es ist ja schon irgendwie klar, dass irgendwie. Ich habe gerade den so zu, deswegen höre ich mich gerade so komisch an. Ist doch irgendwie klar, dass die Blutflecken ja auch was damit zu bedeuten hat. Ich dachte, hier ist vom stärksten Blutfleck zum. Nicht so starken. Weißt du, was ich meine? Aber da sieht man doch 0134. Oh nein! Nein, 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 nein! Die 5 ist zweimal! Das sind ja zwei. 5, 3, 1, 5. 5, 1, 3, 5. 5, 1, 5, 3. Weil da waren ja zwei Abdrücke drauf. Wache. Jack Smith, der Massenmörder aus der Heilanstalt. Ich weiß nicht, ob der verrückt oder besessen war. Was mich am meisten stört, ist, dass er eine Beziehung mit meiner Mutter führte und sicherlich auch irgendwie in ihren Selbstmord verwickelt war. Soweit ich weiß, stritt er immer noch ab, dass sie Selbstmord begangen hatte. Wie sehr ich mich doch mir da wünsche, dass dies alles nicht wahr ist. Die Elizabeth, die ich kannte, hätte keinen Selbstmord begangen. Ich stimme Jack zu, dass jemand für ihren Tod verantwortlich ist. Oha. Haben wir... Oder fehlt hier jemand? Fehlt hier jemand? Habe ich irgendwas übersehen? Ha, 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 ha. Sie hat mich dazu gedrängt. Jeder denkt, dass ich diese Leute umgebracht habe. Sie sagt, dass sie mir helfen kann. Hilf mir herauszufinden, was mit meiner geliebten Elizabeth passiert ist. Ich sehe endlich, was sie von mir wollte. Der Dolch, er ist nicht mehr hier. Ich hab den auch nicht mehr. Es scheint, dass er die Leute nicht umgebracht hat, obwohl er das vorgeschrieben hat. Was? Da ist etwas drin, aber ich komme nicht ran. Oh, wunderbar. Okay, warte mal, ich gucke hier nochmal ganz kurz. Krasses Bild. Okay, jemand wollte die Aufnahme mit aller Macht zerstören. Es sieht so aus, als hätte es hier ein Feuer gegeben. Upsa. Ja. Das kann nicht mehr repariert werden, aber Schalter kann ich sicherlich verwenden. So. Ja. Ha 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 ha.
Was? Das erinnert mich an das Loch, welches im Schlafzimmer meiner Schwester gesehen habe. Okay, erst einmal kommen wir wieder hier hin. Machen wir das erstmal. Das ist wahrscheinlich das, was bei der Sekretärin war, ne? 5, 2, 4, 6. 5, 2, 4, 6. Wow. Da kriegen wir alles im Fingerabdruck her. Wir mussten die Dinge selbst in die Hand nehmen. Entschuldigung. Aber es kam jetzt gerade in Kombination mit der Hand irgendwie ein bisschen lustig. Wir mussten die Dinge selbst in die Hand nehmen. Die Mutter hatte vor, mit dem Kind zu fliehen. Genau aus dem Grund haben wir uns um sie gekümmert. Jetzt ist deine Zeit gekommen, so schnell wie möglich von hier zu verschwinden, Doktor. Charles, das ist alles viel zu verrückt, um da zu sein. Aber warum nur? Warum würden sie meine Familie, würden sie eine Familie terrorisieren? Macht. Oh nein, das war... Oh nein, das war aus Versehen. Hier war ja was. Ja, ich habe die Sachen jetzt auch in die Hand genommen. Ein Modul. Okay. War ich das? Ja, klar. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich habe gerade einfach irgendwas gemacht, tatsächlich. Immer noch was. Ja. Aber was? Achso, ja, klar. Ja. Hä? Ach so. Das ist gemeint. Ja. Okay. Ja. War cool.